Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hinter Kaifek mit eurer Sue, dem Martin, dem Niklas und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Guten Tag. Moin. Hallöchen. Ja, gestern gegrubbert, heute kalten wir. Hurra. Martin, wie sieht's bei dir eigentlich drüben aus? Ich räume ja eben ein bisschen Platz hier und dann wird eben das Feld 34 vergrößert und dann geht das hier weiter mit an. Okay. Und bei den Holzwürmern? Alles gut, ist gut. Ups, Busche schief. Wunderbar, wunderbar. Ja, wie gesagt, gestern haben wir gegrubbert, hier das Feld 33, jetzt müssen wir es noch schnell kalken. Und dann können wir es ansäen mit Mais, weil wir dann ja anfangen wollen zu häckseln. Damit dann die Gelddruckmaschine der BGA laufen kann. Die Baumstockenfräse haben wir noch nicht, ne? Ne, haben wir noch nicht, aber die können wir holen. Ja, weil hier sind immer noch Baumstumpen drin, sehe ich. Weil das wird ja sowieso einige Stumpen werden. Was? Dass die Bäume weg haben? Ja, ja. Ja, aber auch Baumstümpfe. Ja, da könntest du recht haben. Niklas, Vorsicht. Hat er den so aufgeladen? Ja. Okay. Ja, da kommst du aber nicht selber genommen. Im Sägewerk mit rein, ne? Auch wenn du jetzt Spanngurt drüber machst, kommst du nicht mit rein. Weil das vorne zu hoch ist. Ja, darf ich gar nicht, dann schon muss Zahle wieder runterschmeißen und wieder neu aufladen lassen. Warte. Ihr seid euch ja wieder einig. Das war das Gute. Warum kann ich jetzt wieder. Oh, ey. Was, Martin? Ich sag, weißt du, was besser dran ist? Lass ihn einfach machen. Ja, genau. Aber ehrlich. Einfach machen lassen. Kann uns egal sein, wir sind auf den Feldern unterwegs. Jetzt besser, Su? Ist es jetzt besser? Papene. Was für ein Ding? Was für ein paar Beine? Dann fahre ich die Ladung hier mal weg, weil höher, viel höher kommt, kannst du auch nicht. Meinst du, da geht nichts mehr drauf? Doch, klar, aber zwei Stämme vielleicht noch. Dann ist voll Haus. Okay, warte. Zwei Ästchen. Really? Aber die nimmt er gar nicht. Die nimmt er nicht auf, die sind zu klein. Habe ich eben auch schon versucht. Haha. Ha. Toll. Das heißt, wir brauchen einen Hänger. Anhänger. Ja, Anhänger. Und müssen die da einladen und dann nachher so wegbringen. Reicht doch ein Pferdestall. Was? Pferdestall? Ja, Pferdestall auf Rädern, um die Äste einzusammeln. Ah ja. Ja, okay.
bis auf den Pferdestall. Oh nein, da war Martin, ich komme. Reicht, wenn du erscheinst. Mach die Spanne und er nimmt gleich einen Baum mit. Ja, ein paar Beine. Marc, hast du den Grubber? Was? Hast du den Grubber noch hinter? Nein, ich hab den Kalkstreuer hinter mir. Achso, okay. Guck doch. Oben stimmt, links. Jetzt. Ja, ich sehe es ja auch gerade. Oh, brauchst du mal eine Brille? Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Warum? Die eine Tanne, die hier steht, gehört nicht mehr zu unserem Land. Habe ich eben auch mir so gedacht. Na toll. Schmatz, Schmatz. Was gibt's denn Gutes? Colorado. Ah ja. Nein. Ein Betrag holt ihr auf. Ja, der ist schon vom Weiten zu hören. Ja, ja, den hörst du auch vom Weiten. Er grubbert schon über die Baumstämme drüber. Ja, die Stümpfe müssen gleich mal weg. Ja. So, das war das Kalken. Aber Marc? Ja. Weißt du, warum ich den genommen habe? Nein. Da drückst du auf die Enter-Taste und dann kannst du den zusammenfahren auf 10 Meter. Ah ja. Dann kannst du klein machen. Ausgefahren ist er 20 Meter. Hey, wo ist denn unsere Einzelkornsaatmaschine? Haben wir noch nicht. Warum nicht? Wir haben so einiges noch nicht, was wir brauchen. Ja, das stimmt allerdings. Verdammt. Jetzt kommt ja gleich ein bisschen Geld rein. Ja, einzige. Mal ganz kurz. Du könntest. Ja, sonst können wir ja nichts anderes hexen. Nee, das nicht, aber. Wenn du bei Einzelkorn gehst und dann hinten die Great Plants, die hat 18,20 Meter Breite und da kannst du alles mitmachen. Da brauchen wir dann keine zwei Maschinen. Ja, findest du die nicht ein bisschen groß für... Ja, sag ich ja, die ist ein bisschen sehr groß für diese Karte. Finde ich jetzt auch, ehrlich gesagt. Nehmen wir zwei Maschinen. Es gibt doch diese eine Seemaschine von Hosch. Ja, die kostet 93.000, haben wir kein Geld. Aber ich muss warten, bis du was gekauft hast.
Niklas ist noch unterwegs mit Holz, oder ne? Naja, ist er. Ja, deswegen, dann kommt er gleich. Der wird auch irgendwann bald ankommen. Ja, wenn ich hier mal mit dem langen Ding rumkommen würde. Ja, das habe ich schon befürchtet, dass es zu lang ist. Ja, ich mach das schon. Er steht da halt drauf, ne? Okay. Oh, schade, der hat kein Simple IC. Come on. Boah, das ist aber ganz haarscharf hier. Höher dürfte der nett sein. Ist der so hoch? Ja, der geht haarscharf drunter. Ey. Okay. So, Geld kommt. Ja. So Vielleicht wenig? Nicht. Dachte ich mir auch gerade. Das ist ja echt wenig. Niklas, irgendwas haben wir falsch gemacht. Nee, sind keine geraden Bäume, nichts. Das waren doch hier diese Wald- und Wiesenbäume zum Teil. Oder sind sie zu lang? Nee, die war noch nicht mal 20 Meter. So, dann kaufe ich die jetzt trotzdem. Ich habe so ein bisschen Kredit aufgenommen. Dann müssen wir mal den Kredit zurückzahlen, ey. Hast du irgendwo noch ein Feld, wo du eine Schönheitsecke ausgebügelt haben möchtest? Weil sonst packe ich das Foodplay wieder weg. Nee. Hab ich ja. Also jetzt nicht, dass ich wüsste. Doch, die 36. Hat jemand Aktimel ausgemacht? Nein. Nein? Ich hatte gerade einen Baum in der Hand. Kann nicht sein. Ich kann den Wagen. Okay. Ah, jetzt. So. Auf deine Seite ist zu. Und jetzt musst du gleich mal eben die Bäumchen, die du hier hast, eben aufs Feld schmeißen. Andere Feld. Was? Wo willst du jetzt lang? Geradeaus gleich. Ja, da musst du kurz warten, da liegen mir nicht die ganzen Bäume. Deswegen sag ich ja, du schmeißt du dann eben aufs Feld. Genau, einfach drauf aufs Feld, egal. Noch kann ich ja nicht ansehen, jetzt bin ich ja erstmal am Felder stellen. Muss ich nochmal da runter oder kann ich direkt zum... Du kannst direkt hochfahren. Ja, direkt oben zur 35. Ja. Die Birke steht aber auch voll in der Flucht, ne? Ja, ist doch gut. Der hast du eine schöne Orientierung. Der steht voll im Weg und der kann auch noch weg. Nein, lass doch ein paar Bäume stehen, Mensch. Die sind beide auch... Die stehen aber genau im Feld. Ja, aber die gehören beide nicht mehr zu uns. Beide? Ja. Ja, die können wir nicht mehr absägen. Ist gut. Stimmt. Sonst hätte ich die Tanne hier auch noch mit umgenietet. Geht ja leider nicht. Wenn noch irgendwas im Weg liegt, dann schreist du, ja? Ja, schreist du. Ah! Der hier liegt noch im Weg. Ja. So. Jetzt dürfte es gehen. Wenn wir dann mal richtig Geld haben, dass wir uns auch einen Anhänger... Oder, Marc, haben wir irgendwo einen kleinen Anhänger? Ne, ich glaube nicht. Schade.
jetzt. Ich glaube nicht. So, ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter ansehen. Wie es dann weitergeht, das erfahrt ihr dann morgen. Für heute sind wir nämlich erstmal fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare. Und wir sagen jetzt tschüss und bye bye, bis morgen. Ciao. Ciao, ciao.